Hallo, wusstet ihr, dass man mit dem Casio-Taschenrechner normalen Vektoren und Spartprodukte berechnen kann? Es ist ein bisschen versteckt im Menü Vektorrechnung, deswegen möchte ich euch das jetzt zeigen. Wir beginnen mit der Berechnung eines normalen Vektors. Wenn wir zwei Vektoren a und b gegeben haben, dann steht der normalen Vektor orthogonal auf beiden Vektoren a und b. Und den kann man einfach mit dem Kreuzprodukt ausrechnen und unser Casio-Taschenrechner kann das. Dazu gehen wir hier auf die Menütaste. Es erscheint dieses Menü. Wir wählen die Option 5 für Vektorrechnung. Nun haben wir hier eine Liste, in der wir bis zu vier Vektoren a, b, c und d definieren können. Machen wir das erstmal. Wir beginnen mit Vektor a, drücken die Taste 1. Und können jetzt seine Dimensionen festlegen, zwei oder drei Dimensionen. Wir wollen dreidimensionale Vektoren haben. Jetzt können wir hier den Spaltenvektor mit seinen Werten füllen. Wir nehmen die Werte 1, 2 und 3, immer schön mit ist gleich bestätigen. Ja, zurück in unser Menü kommen wir immer mit der Option-Taste. So, jetzt wollen wir unseren zweiten Vektor definieren. Also nochmal die 1 drücken. Und es geht jetzt um den Vektor b, Taste 2. Der hat auch drei Dimensionen und wir füllen ihn mit den Werten 4, 5 und 6. Immer schön mit ist gleich bestätigen. Danach geht es wieder zurück in unsere Liste mit Optionen und haben jetzt unseren Vektor a und b zur Verfügung. Die wollen wir jetzt kreuz miteinander multiplizieren. Wir wählen den Vektor a, Taste 3. Das Kreuzprodukt bekommen wir mit der Multiplikationstaste und gehen ins Menü zurück, um unseren Vektor b zu wählen. Taste 4 ist gleich. Und das Ergebnis ist unser normaler Vektor minus 3, 6, minus 3. Und der steht orthogonal auf den beiden. Ja, und wir sehen hier an dieser Anzeige, dass dieser normalen Vektor nun im Vektor-Antwortspeicher drin steht. Das heißt, wir können mit diesem Ergebnis einfach weiterrechnen. Wir können zum Beispiel jetzt ein Spartprodukt berechnen. Das heißt, wenn drei Vektoren so einen Rhombus, nein, ein Parallelspat aufspannen, dann ist das Volumen dieses Körpers gegeben durch a kreuz b mal c. Wir müssen uns also einen dritten Vektor c definieren, nochmal auf die 1, wählen die 3 für den Vektor c und geben jetzt die Werte 1, 2 und 1 beispielsweise ein. Zurück immer über die Option-Taste in unser bekanntes Menü. Übrigens, dieser Strich, den ihr hier an der Seite steht, das ist sozusagen ein Scrollbalken, das heißt, diese Liste, die geht noch nach unten weiter. Dann drücken wir einfach mal hier die Cursor-Taste nach unten und sehen jetzt eine weitere Liste, in der sehen wir hier den Vektor-Antwortspeicher. Da steht unser normalen Vektor von vorhin drin. Dann wählen wir den aus mit der 1. Und für das Spartprodukt brauchen wir nun noch das Skalarprodukt mit diesem normalen Vektor. Dazu gehen wir nochmal in unsere Liste und sehen hier, finden wir unter Punkt 2 das Skalarprodukt als Punkt dargestellt. Als nächstes wählen wir uns den Vektor c aus, also die 5 und ist gleich. Das Ergebnis lautet 6. Das ist unser Ergebnis für das Spartprodukt. Das heißt, dieser Körper hier hat das Volumen 6 Volumeneinheiten. Hey, cool, wer hätte das gedacht?